Mist, jetzt habe ich mich echt, jetzt muss ich mich echt nochmal orientieren. Jetzt darf ich nochmal zurück, um mich nur zu orientieren. Warte mal, wenn ich das in die Richtung gesehen habe. Dann muss das doch... Da! Das heißt, ich muss da runter und... Okay, okay, okay. Ach du Scheiße. Oh, sowas kann ich doch grundsätzlich nicht. Sag ich doch. Sowas kann ich doch grundsätzlich nicht. Okay, okay, okay. Nochmal von vorne. Weil man hier ja auch nicht so speichern kann wie früher. Was ich auch nicht schön finde. Also einmal ist es toll, dass es automatisch speichert. Aber ich finde es schade, dass man immer bei dem Pling wieder anfängt. Weil ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Ich finde es auf jeden Fall eine doofe Idee. Immer beim Pling anzufangen. Also manche Neuerungen sollte man einfach nicht machen. Und ich glaube, ich läster hier gerade extrem über dieses Spiel, obwohl das Spiel geil ist. Und rüber da. Und langhangeln da. Und hoch da. Und springen da. Und loslassen. Wieso? Hat es gesehen? Jetzt ist sie sogar ohne Hände benutzen da hochgeklettert. Oh mein Gott. Dieses Spiel macht mich voll närrisch. Und wieder hoch da. Und es kann... Ich kann das dir doch keinen zeigen, wie ich hier gerade voll ablose. Ich will nicht wissen, wie lange ich jetzt schon an diesem kleinen Stückchen hier rumkletter. Und mich voll darüber aufregt, dass die Grafik voll anstrengend... Also die Grafik voll toll ist, aber die Steuerung so anstrengend ist. Okay, rückwärts springen. Rauf da. Butcher, 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 Butcher. Ach, ich muss dahin. Und springen und loslassen, weil sie ja sonst irgendwie denken könnte, sie müsste irgendwo langlaufen. Und hier hoch. Und hier lang. Und ich muss doch eigentlich springen und dann daran. Genau, das war der Plan. Und jetzt springen daran. Hat doch funktioniert. Juhu. Krieg ich jetzt einen Pling? Bitte, ich will einen Pling. Hier muss ich nochmal runter. Gott sei Dank, ich dachte schon. Da lang sollst du. Ja. Das ist der Punkt. Wie kann man Lara jetzt erklären, wo sie ranspringen soll? Oh, ich habe wieder eins gefunden. Ist das nicht toll? So, kann ich jetzt wieder zurückspringen? Ja, kann ich. Dann muss ich wenigstens da nicht nochmal hoch. Also, ich habe ein neues Art... Mir fehlen jetzt hier auch nur noch 9 Artefakte. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Doop. Doop. Ja, ich hab einen Pling. Ach, endlich. Was? Mensch, ist die das anstrengend. So. Hübsch, ne? Ey, guck mal, da kann man hoch. Und wo kann man hier lang? Seht ihr das, was ich sehe? Komm ich denn da lang? Wie komme ich denn da lang? Komme ich denn da hoch? Mir muss mir jemand erklären, wie ich da hochkomme. Oder da hochkommen soll? Ich habe da oben nämlich was gesehen. Gott sei Dank, ich habe ja einen Pling, ne? Wohl, da vorne war das. Wie komme ich denn da lang? Ja, so auf jeden Fall nicht. Wie kann ich jetzt sterben? Ich ersaufe mal eine Runde. Ich habe sie auch noch nicht ersaufen sehen, muss ich zugeben. Ja, irgendwie schick, ne? Ich überlege gerade echt, wie komme ich an den ran? Mensch, kann die lange unter Wasser tauchen. Ah, jetzt geht's schneller. Jetzt geht's schneller. Naja. Ich hatte gerade echt das Gefühl, es geht schneller. Oh, jetzt habe ich wieder ein ganzes Stückchen weg. Wieder ein bisschen Luft weg. Ja, es ist unfair, sie alles saufen zu lassen, aber... Wie soll ich sonst im Wasser sterben? Ich könnte irgendwo runterspringen, aber da muss ich erstmal hoch für klettern. Und ich habe keine Lust, den Weg nochmal hoch zu klettern. Na komm, die Hälfte haben wir schon geschafft, Lara. Gleich bist du tot und dann sind wir wieder oben.
Und dann lassen wir einfach das Artefakt da oben liegen und überlegen uns später, wie wir hinkommen. Machst du großartig, Lever. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Wie so schön mit den Beinchen wackelt. Tja, jetzt hast du nur noch Sauerstoff in deinem Beinchen gleich. Gleich ist vorbei, meine Liebe. Meine Liebe, Liebe. So, jetzt sind die Knie dran. Oh Gott, das war... Aber immer noch keine Erschöpfung. Also ich würde jetzt schon Panik kriegen. Dieses Geräusch, dieses Blub, 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 Blub. Aber ihre Haare bleiben sehr schön zusammen. Also ich kenne das bei meinen Haaren, die gehen unter Wasser richtig auseinander. Und ihr Zopf bleibt richtig schön zusammen. Ob sie da Gel reingespielt hat? Also eigentlich, das ist mal unrealistisch. Normalerweise, wenn du mit offenen Haaren ins Wasser gehst, dann schwimmen die in alle Richtungen. Ah ja, oh, 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 jetzt haben wir es gleich, jetzt haben wir es gleich. So, er erlebt jetzt einen Freitod. Nummer hoch weiß ich wie viel, weil... Wegen kein... Ach. Ach, endlich. Und wie sie da wegstrampelt. Naja, das sah schon mal... jetzt steigt sie wieder nach oben. Das sah schon mal spektakulärer aus, oder? Und es hat doch zu lange gedauert. Also, ja. Wir stellen fest, zu dem Artefakt kommen wir von hier aus nicht. Vielleicht müssen wir dann doch erstmal da hoch. Oh, diese... Spinn! Spinn! Oh, wie ätzend diese Viecher! So, jetzt kommt wahrscheinlich der Teilchen. Nein! Wenigsten abkam. Ach nee, wir müssen ja noch nicht so ein. So, kommen wir von da dahin? Ist ja mal eine Probierenphase. So, nein! Ich überlege gerade. Kann ich irgendwie auch laden? Neues Spiel starten. Nein. Option. Nein. Spiel laden. Ja. Thailand. Überreste. 19:30 und 40 Sekunden am 3.5. Ich glaube, da sind wir gerade. Laden wir das Spiel. Jo. Ich habe keinen Bock, da nochmal hochzuklettern. Das ist der Punkt, was ich so an Laden eigentlich so gerne mag. Man kann von solchen Sprüngen abspeichern, dann kann man wieder hoch und alles ist in Ordnung. Wenn es nicht klappt. Aber hier habe ich immer das Gefühl, ich habe keine Ahnung, wo ich als nächstes rauskomme, wenn ich lade. Das ist nicht so meine Welt. Ja, ja. Ach, ich bin schon ich freue mich schon richtig, wenn wir Thor's Hammer haben. Das wird eine schöne Zeit. Aber jetzt müssen wir erstmal Thailand schaffen. Und ich freue mich auch, dass... die wollen mich doch verarschen, oder? Klasse, ich bin begeistert. Oh, jetzt! Okay, ich sag nichts mehr. Aber wehe, wehe. Ach nee, die muss ich ja nicht nochmal holen. Jetzt. Da ist ja nichts. Okay, Leute. Willkommen bei Tomb Raider 9. Underworld. In einem Part, den wir jetzt schon bestimmt schon zigtausendmal gespielt haben. Nee, ne? Nee, ne? Ich hab doch nur geladen. Oh, das ist doch mal... Das ist der Grund, Leute. Das ist der Grund, warum ich das Spiel nicht mag. Und nein, ich habe keinen Bock, Stimmen zu töten. Haut ab, ihr dämlichen Viecher. Das nehmen wir mit. Das brauchen wir nämlich. Ah, dann töten wir euch eben. Du, du, du. Weg seid ihr. Dämlichen Viecher. Ja, ja, ja. Schön ist das Leben. Also als nächstes schreibe ich an Core Design. Sie sollen dringendst diese Spieltechnik umändern, dass man wirklich wieder da speichern kann, wo man sich gerade befindet.
Ich habe noch nicht mal gespeichert, aber er hat ja automatisch eigentlich gespeichert. Und diese... Ach. Ja, jetzt halt das, nimm das Teil mit. Und springe in die Richtung und kletter wieder hoch. Und das andere Teil können wir uns wahrscheinlich von oben holen. Hoffe ich zumindest. Alles nur, weil ich zu faul bin, immer hier hochzulaufen. Oh, schon wieder Spinnen. So. Ich sehe zwar nicht viel. Nein. Das ist der Grund. Ich hasse diese Kameraeinstellung. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Und ich hasse sie. Aus dem einfachen Grund. Ich wollte da nicht lang. Ich wollte da nicht lang, Claire. Aber ich wollte da wirklich nicht lang. Ich will, dass du jetzt da hochgehst. Jetzt spring da hoch, mein Mann, Mann. Ich wollte das nicht. Sondern ich wollte, dass sie einfach nur rückwärts springt. Also daran springt. Und nun... Und dann hat sie einfach es nicht gemacht, weil sie sich dachte, ich spring mal nach der Kameraperspektive und nicht nach dem, wie ich hier bin. Das regt mich voll auf. Ich finde, diese Kameraperspektive hat nichts. Rein gar nichts. Es ist schön, dass man die Kamera ein bisschen drehen kann. Aber es nervt, dass sie einfach nicht... dass sie einfach nicht vorwärts springt, wenn man auf B drückt. Und Leertaste. Und... Ja, okay. Hä? Ja, ich bin gerade ein bisschen... Wie bist du denn dahin gekommen? Du solltest an die Stange springen. Das sieht schick aus. Du, guck mal, sie sollte an die Stange springen. Hast du nicht geschafft. Mal gucken, was sie macht, wenn ich jetzt einfach hier sage, sie soll in die Richtung springen. Cool. Kommst du auch daran? Nein, daran kommst du natürlich nicht. Dann muss ich wieder zurück.